Fragt mich nicht, warum ich aussehe wie Morticia Adams, aber ich lieb's. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist herbstlicher geworden, als ich eigentlich antizipierte. Es ist orange, ich habe Espresso-Make-up auf den Augen. Es ist fast ein Fullface Max & More von Action. Wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert hat, wie die Produkte von Max & More sind, schreibt mir. Und ich mache euch ein ganzes Video dazu. Heute geht's aber um diesen Kracher hier. Das ist der Max & More Beauty Adventskalender. 14,95 € hat der, glaube ich, gekostet. Oder 99 bei Action. Und wir schauen, was hier dran ist. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen, als ich den gesehen habe. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es einen Max & More Adventskalender gibt. Und ich ja jetzt auch nicht die größte Action-Maus bin. Ne? Es ist schon immer ein Stückchen, bis ich bei Action bin. Aber ich bin ein bisschen beeindruckt von den Produkten, die ich gerade in meinem Gesicht habe. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen mit Max & More Produkten gemacht. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Aber das, was ich hier gerade in meinem Gesicht sehe, ich lieb's. Ich lieb's. Morticia Adams halt, ne? Aber ist okay. Könnte mir jetzt hier noch so ein paar Äderchen malen, dann wäre es auch ein Halloween. Okay, nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt alle einen wundervollen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass es morgen besser wird. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr. Ich habe richtig Lust darauf. Kennt ihr das? Manchmal steht man auf und man fühlt sich einfach doof. Man fühlt sich doof, man fühlt sich nicht hübsch, man möchte einfach wieder ins Bett und hoffen, dass der nächste Tag ist. Dieser Tag war gestern. Umso mehr fühle ich es heute. Und dann hat das Make-up auch gut geklappt, ohne dass ich es nochmal abmachen musste. Und deswegen bin ich gut drauf. Und ich hoffe, wir werden es gleich immer noch sein. Packaging unglaublich schön. Alles in Blau, Grün und Gold. Wenn du mich in ein Branding packen wollen würdest, wie ich mich in den nächsten 2-3 Jahren sehe, ist es das hier. Dieses Vorstadt-Dad mit gusseisernem goldenen Zaun hinterm kleinen Märchenschloss. Und der Jägerweste. Ist immer so süß, wenn die mir schreibt. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde. Ich hatte neulich eine Story gemacht und ich zeige euch manchmal meine Vorstadt-Dads Range Rover Moms Outfits. Und mir hat jemand geschrieben und ich musste so lachen, aber ich glaube, ich finde das nicht mehr. Ich liebe deinen alter Mann Angler-Jäger-Content. Fühle mich damit meinen 32 Jahren mit Haus und Kind einfach super abgeholt. Und das ist das größte Kompliment, was man mir geben kann. Okay, genug gequatscht. Wir packen das Ganze jetzt einmal aus. Hier ist auch noch so ein kleines Märchen mit drin. Once upon a time, a kingdom far away. A beauty story is told and the golden gates are being unfolded. Okay, also es gab mal ein Märchen und die Tore des Magic Kingdoms öffnen sich. Velvet Mask für ein schönes Gesicht. Achso, hier sind schon Spoiler drin. Will ich jetzt nicht. Innen drin wirklich, wirklich süß für 14,95 €. Wie immer lese ich euch nicht vor, welche Nummer ich auspacke. Aber ich habe Hoffnung. Also für 14,99 €, das ist mit Abstand der, man kann schon fast sagen, billigste Adventskalender, den ich getestet habe. Oder der günstigste Adventskalender, den ich getestet habe. Er sieht aber dabei wirklich mit am, oder finde ich, ist der sehr, 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 sehr schön. Und es muss ja auch nicht immer ein Kalender für 300 € sein. Möchte ich ganz klar nochmal sagen, weil ich weiß, dass viele diese Adventskalender-Videos total gerne sehen. Und ich weiß, dass es einfach nicht immer möglich ist, 100 €, allein 50 € für einen Adventskalender ist viel Geld. Aber man möchte sich vielleicht eine Freude machen oder vielleicht seiner Mama, seiner Tochter, seiner Freundin, seinem Bruder, wem auch immer. Und wenn der gut ist, für 15 €, dann ist das eine schöne Sache, was vielleicht möglicher ist als ein Kalender für 50 €. Und was mir wichtig ist, bitte, bitte, bitte habt niemals, egal bei was, aber auch gerade bei diesen Saisonprodukten, das Gefühl, dass ihr etwas verpasst, wenn ihr etwas nicht kauft. Es ist nur ein Adventskalender und nächstes Jahr gibt es wieder Weihnachten. Und nächstes Jahr kann man wieder einen Adventskalender kaufen, wenn es dann in der Situation vielleicht ein bisschen besser ist. Und ich glaube, jemand freut sich auch über einen selbstgebastelten Adventskalender. Und wenn es nur 24 liebe Worte sind oder liebe Sätze, warum man die andere Person so gerne hat. Macht euch bitte nicht verrückt und fühlt euch bitte nicht schlecht, wenn ihr euch keinen Adventskalender für 100 € kauft. Ihr kennt meine Regeln bei Adventskalendern. Wenn es eine eigene Marke ist, dann darf da auch mal ein Filler-Produkt mit drin sein. Kommt so ein bisschen auf die Menge an. Und ich bin ehrlich, bei 14,99 € kann ich jetzt auch nicht 7 Lidschattenpaletten, 17 Nagellacke und 48 Lippenstifte erwarten. Trotzdem bin ich gespannt, was hier drin ist. Wir starten mit dem ersten und das ist das hier.
Das ist ein Eye Primer. Ich habe, wie gesagt, von Max & More noch nie etwas getestet. Ich glaube, ich muss mal bestellen. Wisst ihr, wo man die Sachen bestellen kann? Weil bei uns im Action, das ist halt eigentlich immer dasselbe. Ich habe ein paar Sachen jetzt gekauft, aber so ein Eye Primer habe ich beispielsweise noch nie gesehen. Kommt in einer recht schlichten Verpackung, finde ich aber ganz spannend. Habe ich so in einem Adventskalender auch noch nie gesehen. Nagelsticker, ja. Für mich ist das jetzt nichts, aber das passt alleine schon und da sieht man, da hat sich jemand Gedanken gemacht, dass es farblich zusammenpasst. Grün und Gold ist sehr, sehr festlich. Ich weiß natürlich nicht, ob die halten, ich weiß nicht, wie gut die sind, aber so vom Look and Feel sieht das Ganze schon sehr, sehr zusammenhängend aus. Wir haben so kleine, ja, Glitzersteinchen, Rhinestones, die man sich ans Make-up vielleicht kleben kann oder vielleicht auch mal auf den Nagel. Wäre der jetzt in einem Kalender für 70 €, würde ich sagen, muss jetzt vielleicht nicht sein, aber okay. Das sieht richtig, richtig cool aus. Das könnte auch von Essence sein, ne? Das ist ein Swirl Lip Gloss mit zwei verschiedenen Farben, einmal rot und einmal so ein bisschen milchig in der Farbe Secret Kiss. Sehr, sehr weihnachtlich. Wir haben ein Eye Pencil in Gold. So einen ähnlichen habe ich schon in dieser Palette hier entdeckt, aber es ist ein bisschen dunkler, das Gold. Finde ich sehr spannend. Ich benutze ihn jetzt nicht. Ich hebe das erstmal auf. Ich schaue mal, was ich davon benutzen kann für das komplette Video. Sieht aber ganz gut aus. Wir haben eine Lippenmaske und auch wenn man diese umdreht, sieht man, dass sie für den Adventskalender hergestellt wurde. Also das ist jetzt nichts, was random angefertigt wurde und hier reingepackt wurde, sondern das war für den Adventskalender gemacht. Wir haben so ein kleines Abschminkpad. Das nächste Produkt finde ich krass. Das ist ein Liquid Eyeshadow in Gold und der sieht richtig, richtig gut aus. Hier sind 4 Milliliter mit drin. Oh, ich swatche ihn jetzt einfach mal, komm. Wow. Wow. Okay, der ist sehr, sehr cremig, sehr, sehr pigmentiert. Ich tupfe ihn jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit rüber. Hello, Mr. Santa Claus. Okay, fühlt sich sehr, 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 sehr gut an, sieht unglaublich schön aus. Der kostet, ich glaube, bei Revelers Me kosten die schon 1,80 € oder so. 2 € sagen wir jetzt mal. Völlig in Ordnung. Wir haben einen kleinen Beauty-Sponge. Ja, kann man immer irgendwie gebrauchen, weil die ist ja auch ein bisschen kleiner für so etwas präzisere Arbeiten oder so. Das nächste Produkt ist wirklich, wirklich krass. Da bin ich unglaublich gespannt, wie das funktioniert. Das ist ein Augenbrauwachs von Max & More, ebenfalls in einer Weihnachtsedition. Und das könnte, Achtung, eine günstige Alternative von einem Produkt sein, was eine Dame aus Beverly Hills für ihre Augenbrauen gemacht hat. Aber es könnte nur sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Please don't sue me. Eventuell wurde dieses Produkt dadurch inspiriert. Das werden wir testen. Wir haben einen weiteren Eye Pencil und diesmal in diesem unglaublich schönen grünen Ton. So sieht er aus. Schön metallic. Passt auch sehr, sehr gut mit diesem Goldenen zusammen. Ne? Das sieht schon cool aus. Es ist sehr, sehr weihnachtlich. Auch das ist krass. Wir haben einen Cream Highlighter. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Produkte alle performen. Und es ist natürlich auch eine recht kleine Größe. Wobei, das sind 5 Milliliter. Die meisten Highlighter in der Drogerie, beziehungsweise die kommen ja dann meistens in so Lipgloss-Verpackungen oder in sowas hier. Die haben ja dann auch nur 7 bis 10 Milliliter mit drin. Hier sind 4 Milliliter drin. Hier sind 5 Milliliter drin. Also lasst euch von Verpackungen nicht unbedingt immer hinters Licht führen. Ein Produkt, was ich immer als Fehlerprodukt bezeichne und ich es auch hier als Fehlerprodukt bezeichnen würde, ist eine Nagelfeile. Die ist zumindest grün. Genauso wie ein Anspitzer. Der ist nicht mal gebrandet. Und wir haben noch Nagelsticker. Okay, aber wenigstens sind auch diese so ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Ist jetzt nicht so meins, aber wir haben Liquid Eyeshadow schon, wir haben ein Lipgloss, wir haben Eye Pencils, wir haben einen Cream Highlighter und eventuell sogar eine günstige Alternative zu und, weiß ich nicht, ein Lidschatten. Ein sehr, sehr schöner Ton. Die Farbe heißt Let's Party 203. Hier hinten könnt ihr die Farbe besser erkennen. Das ist so ein dunkles Braun, Metallic. Auch sehr, 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 sehr schön. Ein schöner weihnachtlicher Ton. Wir haben ein Scrunchie in Gold. Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist auch in jedem Adventskalender irgendwie mit drin. Ein kleiner Handspiegel, aber auch hier Max & More. Ich finde, wenn jetzt hier Max & More nicht draufstehen würde, könnte das auch mein Logo sein, ne?
Maxim und Maxim. Wartet unbedingt, denn hier kommt gleich noch was Krasses. Einmal Blotting Paper. Ich bin ehrlich, die werden ein bisschen unterschätzt, ne? Also klar, man kann natürlich auch zwischendurch ein Kosmetiktuch nehmen und so ein bisschen was Öliges wegmachen. Aber ich habe nicht diese Box in meiner Handtasche. Dann nehme ich lieber hier sowas mit und mache das in die Tasche und kann dann so ein bisschen nachträglich das Ölige von meinem Gesicht wegnehmen. Die sind sehr, sehr gut. Egal, ob ihr 100 Euro oder 3 Euro dafür ausgebt. Es gibt übrigens auch welche für 60 Euro. Hermes. Super Produkt. Kann man immer gebrauchen. Wir haben einen kleinen Lidschattenpinsel. Ist es ein Pinsel? Ja, Gott sei Dank. Ich dachte, das ist so ein kleines Schwämmchen-Applikator-Ding. Aber für eine Cut-Crease ist der bestimmt ganz gut, weil er sehr, sehr spitz vorne zulaufend ist. Wir haben ein weiteres Produkt für die Lippen. Und zwar ist das ein Lippenöl. Die Verpackung ist natürlich jetzt sehr, 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 sehr günstig. Aber der Inhalt wird, und da will ich jetzt mal, müssen wir sagen, Max & More wird in derselben oder in einer derselben Produktionsstätten produzieren wie viele andere günstige Marken. Deswegen das hier mit Sicherheit ein sehr, sehr ähnliches Produkt zu allen anderen Produkten in dieser Verpackung sein wird. Wir haben eine Jelly Face Maske mit Hyaluronsäure und Avocado-Extrakt. Auch hier Packaging wirklich unglaublich schön. Soll Feuchtigkeit spenden und so ein bisschen, ja, die Haut etwas voller aussehen lassen. Weiter geht es mit einem kleinen Blush. Das ist der Max & More Blush in der Farbe Dusty Rose. Auch der Name kommt mir verdächtig bekannt vor. Sieht jetzt hier vorne ein bisschen heller aus. Es hat einfach genau dieselbe Farbe wie mein Hintergrund gerade. Ist eine sehr, sehr schöne, sehr zarte Farbe. Ist natürlich recht hell, aber kann man mit Sicherheit auch gut als Lidschatten benutzen. Und apropos Lidschatten, und da ist natürlich der Knaller. Das ist einfach eine Lidschattenpalette. Und diese Farbzusammenstellung schreit einfach Maxim. Braun, grün, gold, langweilig, schlicht, weihnachtlich, klassisch. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Lidschattenpalette. Und ich habe Hoffnung, dass die sehr, sehr gut sein wird. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich das hier getestet habe. Und hier ist ja eine XXL Lidschattenpalette drin. Und ihr werdet es nicht glauben. Wartet auf das Video. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Diese Palette ist unglaublich gut für 5 Euro, für 6 Euro vielleicht. Ich bin ehrlich, natürlich sind hier einige Filler-Produkte eher mit drin. Das weiß ich auch und das brauchen wir auch nicht schönreden. Aber für 15 Euro haben wir wirklich ein paar Produkte, die ich so auch nicht im Laden kaufen könnte. Beziehungsweise wüsste ich nicht gerade, wo ich Max & More beziehen könnte, außer bei Action. Und ich habe bei Action noch nie ein Brow Styling Wachs, ein Liquid Eyeshadow, ein Lippenöl, diese kleine süße Lidschattenpalette, ein Swirl Lip Gloss oder, weiß ich nicht, diesen Lidschatten gesehen. Vielleicht habt ihr da ein bisschen einen Creme-Highlighter. Ganz ehrlich, für 15 Euro, wer sich eine kleine Freude machen möchte mit schönen, optisch auch schon schönen Produkten, ist das völlig in Ordnung. Klar, so eine Nagelfeile. Ja, aber bei 15 Euro ist das okay. Bin ich ehrlich. Hätte das Ding jetzt 25 gekostet oder vielleicht 30, hätte ich gesagt, ja, nee, muss nicht unbedingt sein. Für 15 Euro will ich da nichts sagen. Ich glaube, dass man sich selbst oder jemand anderem damit auf jeden Fall eine Freude machen könnte. Ich hätte mich darüber gefreut, hätte ich ihn ausgepackt. Bis auf vielleicht die Nagelfeile und das Anspitzerchen. Ansonsten wirklich, wirklich gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare zu diesem Adventskalender. Und falls ihr wollt, dass ich euch nochmal ein Fullface mit Action Make-up bzw. Max & More mache, schreibt mir, mache ich sehr, sehr gerne. Ihr süßen Mäuse, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss!